Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um eine Pressekonferenz von Tino Chrupalla und Alice Weidel Mitte Dezember und wie Journalisten dort Fragen gestellt haben, die bei genauerem Hingucken in Abgründe blicken lassen und warum die sich selbst nennenden Journalisten überhaupt zu diesen Pressekonferenzen gehen, wenn sie überhaupt dorthin gehen. Wenn die AfD-Vertreter antworten, dann gehen die Fragen meist etwas unter. Schauen wir uns deshalb erst einmal die Fragen allein an, dann wird relativ offensichtlich, was der Zweck der Fragen ist und warum die Journalisten überhaupt gekommen sind. Über die Vorschussaussitzenden sprachen zum Bundestagsvize. Glauben Sie, dass die Diskussion, was Sie Drohkulisse nennen, dass die anders ablaufen würde, wäre nicht der Innen- und der Gesundheitsausschuss unter diesen drei Ausschüssen, um die es jetzt geht? Also Sie glauben, was machen? Glauben Sie, ist es eine generelle Blockade der AfD durch die anderen Fraktionen oder geht es den Fraktionen tatsächlich um die inhaltliche Ausrüstung der betreffenden Ausschüsse? Sehen Sie sich dann die ablehnende Haltung mancher Bundestagsfraktionen? Ausschüsse der drei eben andere Abgeordnete Wahl beantragen werden und der Kandidat, der von Ihnen nominierte Kandidat für den Vorsitz dann eben nicht durchkommt. Wie verhält sich dann die Fraktion in dieser Situation? Wird dann gleich ein Ersatzmann oder Frau nominiert oder geben Sie sich dann Bedenkzeit und probieren das bei der nächsten Ausschusssitzung nochmal? Was passiert dann? Und Herr Chrupalla, am Sonntag in Nürnberg haben Sie beide einen Auftritt angekündigt. Können Sie mal kurz erklären, was den Ausschlag gegeben hat? Man muss ja dabei damit rechnen, auch dass Leute dabei sind, die sagen, Corona gibt es gar nicht. Also warum treten Sie da auf? Wer fängt an? Du. Perfekt. Herzlich willkommen hier alle zusammen. Ja, in unserer Fraktion ist ja das ganz große Thema immer noch die Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen, für die Berufsgruppe der Pfleger. Und wir haben sehr früh damals schon, als das in der Ministerpräsidentenkonferenz besprochen wurde und danach in der Kanzleramtstelefonkonferenz vorgestellt wurde, haben sowohl Tino Chrupalla als auch ich betont, dass wir befürchten, dass durch die Impfpflicht für Pfleger sich der Pflegenotstand verschärfen wird. Sie riskieren dadurch, durch diese Politikmaßnahme, nicht nur, dass es ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit ist, die per Grundgesetz durch Artikel 2 garantiert ist, riskieren sie dadurch eine Verkürzung des Pflegeangebots. Und dementsprechend ist diese Maßnahme kontraproduktiv und wird auch als solche wirken und den Pflegenotstand noch verschärfen. Davon mal ganz abgesehen, dass das gesamte Gesetz verfassungswidrig ist und wir das auch entsprechend als Fraktion angreifen werden. Wir glauben im Übrigen auch, dass dies einen Vorgriff auf die allgemeine Impfpflicht darstellt. Und auch dagegen werden wir nicht nur politisch, sondern auch juristisch als Bundestagsfraktion vorgehen. Vielleicht noch abschließende Worte zu den Ausschussvorsitzenden. Wir werden heute die Ausschussvorsitzenden wählen. Insgesamt drei der Ausschüsse, die uns zustehen. Das ist Innen, das ist Gesundheit und internationale Zusammenarbeit und Entwicklung. Wir laden dazu nochmal nach der Wahl herzlich gerne hier zur Pressekonferenz ein, dass sich die Kandidaten auch vorstellen können. Aber vielleicht ein, zwei Sätze dazu. Wir sehen mit größter Irritation, dass bereits jetzt durch die anderen Parteien und Fraktionen eine Drohkulisse aufgebaut wird. Unsere Kandidaten neben dem Bundestagsvizepräsidenten durchfallen zu lassen, also nicht zu wählen. Wir sehen auch das wiederum als einen Angriff auf den demokratischen Akt des Repräsentativsystems hier im Deutschen Bundestag, dass wir als Fraktion, die wir Millionen von Wählern repräsentieren, nicht entsprechend dargestellt werden, weder im Präsidium noch bei den Ausschüssen. Und wir können einfach nur die anderen Fraktionen zur Mäßigung aufrufen, zum demokratischen Dialog, zum Pluralismus, diesen Schritt nicht zu gehen und unsere Kandidaten, die uns eben zustehen, in diesen drei Ausschüssen entsprechend nicht zu berücksichtigen. Vielen Dank. Ja, ich möchte vielleicht noch kurz ergänzend, was die aktuelle Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland angeht,
Unsere Außenministerin, Frau Annalena Baerbock, hat ja die ersten Duftmarken auf ihren Reisen bereits gesetzt, hat auch schon die ersten Drohkulissen aufgebaut, gerade was den Bereich Nord Stream angeht. Ich muss hier auch Österreich unterstützen, die ja aktuell auch verlangen, dass hier der Start von Nord Stream relativ zügig jetzt vonstatten gehen soll und dafür auch kein Verständnis haben für den neuen Kurs der neuen Außenministerin. Diese handelt jetzt schon fundamental gegen deutsche Interessen, anstatt die offensiv und selbstbewusst auch gegenüber der USA und Brüssel zu vertreten, indem sie die Inbetriebnahme der für unser Land auch absolut wichtigen Ostsee-Pipeline aus offenkundig fadenscheinigen Gründen verzögern möchte. Kanzler Scholz muss sich jetzt hier ganz klar auch zu Nord Stream 2 bekennen. Er muss seine Richtlinienkompetenz gegenüber seiner Außenministerin wahrnehmen und den schnellstmöglichen Start der Gaspipeline und auch gegen etwaigen Widerstand der Vereinigten Staaten, die ihre ganz eigenen geo- und wirtschaftspolitischen Ziele verfolgen, auch durchsetzen. Eine gesicherte und günstige Energieversorgung ist eine der Grundvoraussetzungen von Wohlstand, Sicherheit und Gesundheit. Diese sicherzustellen ist auch Kernaufgabe des Staates, ist auch Kernaufgabe der Bundesrepublik Deutschland. Und angesichts noch dazu des völlig überhasteten Kohle- und Atomausstiegs und der nicht zuletzt heraus resultierenden Energiekrise ist es eine entscheidende Zukunftsfrage für unser Land, dass wir über diese Versorgungsleitung, die auch im Übrigen für Wasserstoff geeignet ist, ohne Blockademöglichkeiten durch Transitstaaten direkt Gas aus Russland beziehen können. Sonst wären die Risiken, und die stehen ja gerade mit diesem schnellen Kohleausstieg bevor, für die Energiesicherheit in Deutschland weiter zu. Und vor allen Dingen auch die kostengünstige Energieversorgung Deutschlands ist nicht mehr gewährleistet. Vielen Dank. Die Vorschussaussitzenden sprachen zum Bundestagsvize. Glauben Sie, dass die Diskussion, was Sie Drohkulisse nennen, dass die anders ablaufen würde, wäre nicht der Innen- und der Gesundheitsausschuss unter diesen drei Ausschüssen, um die es jetzt geht? Nein, das glaube ich nicht, denn warum sollten qualifizierte Politiker nicht diese Aufgaben wahrnehmen? Also den Unterschied, den sehe ich nicht. Also Sie glauben Sie, ist es eine generelle Blockade der AfD durch die anderen Fraktionen oder geht es den Fraktionen tatsächlich um die inhaltliche Ausrüstung der betreffenden Ausschüsse? Schauen Sie, wenn wir über die Inhalte sprechen und wenn Sie sich in der letzten Legislatur die Debatten über die innenpolitischen Themen anschauen, dann sehen Sie, dass bei der AfD-Bundestagsfraktion Menschen zu Wort gekommen sind, die extrem viel Ahnung von dem Thema haben. Sie haben beispielsweise auch neben dem hervorragenden Redner Gottfried Curio haben Sie einen erfahrenen Polizeikommissar Martin Hess, der wirklich hervorragende Arbeit leistet. Ich frage mich, wie kann man so etwas inhaltlich überhaupt anfechten? Die Leute, über die wir sprechen, teilweise aus den anderen Fraktionen, die haben überhaupt gar nicht diese berufliche Erfahrung. Und dementsprechend, ich will jetzt nicht sagen, verstehe ich schon die Fragestellung nicht, aber ich finde die Fragestellung allein schon falsch, denn jede Fraktion steht nach einem gewissen Prinzip ein Vorsitz zu, genau wie jede Fraktion im Präsidium des Bundestages repräsentiert sein muss. Seit 4 Jahren wird der AfD diese Teilhabe verwehrt. Und das, obwohl Millionen von Wählern hinter uns stehen. Und da, glaube ich, reden wir gar nicht mehr von inhaltlichen Aspekten. Dann die ablehnende Haltung mancher Bundestagsfraktionen? Ja gut, das müssen Sie die anderen Fraktionen fragen. Ich kann mir das nur so erklären, dass es durch eine generelle Blockade unserer Fraktion begründet ist. Der Ausschüsse der drei eben andere Abgeordnete Wahl beantragen werden und der Kandidat, der von Ihnen nominierte Kandidat für den Vorsitz dann eben nicht durchkommt. Wie verhält sich dann die Fraktion in dieser Situation? Wird dann gleich ein Ersatzmann oder Frau nominiert oder geben Sie sich dann Bedenkzeit und probieren das bei der nächsten Ausschusssitzung nochmal? Was passiert dann? Also erst einmal gehen wir natürlich von dem demokratischen Grundsatz aus, dass unsere Fraktion einen Anspruch hat auf demokratische Teilhabe im Deutschen Bundestag. Davon gehen wir jetzt erstmal aus. Positiv gesprochen. Wir gehen natürlich auch davon aus, dass möglicherweise unsere Kandidaten ja sogar gewählt werden, weil sie mit die Qualifiziertesten für dieses Amt sind.
Das ist auch der Fall. Jetzt gehen wir doch einfach mal von der Wahrscheinlichkeit, von der ganz kleinen Wahrscheinlichkeit aus, dass unsere Kandidaten, oh Wunder, nicht gewählt werden. Dann werden wir natürlich zu unseren Kandidaten stehen. Wir werden uns von den anderen Fraktionen mit Sicherheit nicht vorschreiben lassen, welche Kandidaten wir hier aufstellen. Die Kandidaten werden durch die Fraktion gewählt und dementsprechend werden wir uns das anschauen. Aber wir stehen hinter unseren Kandidaten und wenn dieser sehr unwahrscheinliche Fall passieren sollte, dann werden wir uns das natürlich nochmal anschauen. Frau Weidel und Herr Krupalla, am Sonntag in Nürnberg haben Sie beide einen Auftritt angekündigt. Können Sie mal kurz erklären, was den Ausschlag gegeben hat? Man muss ja dabei damit rechnen, auch dass Leute dabei sind, die sagen, Corona gibt es gar nicht. Also warum treten Sie da auf? Also erstmal ist das Demonstrationsrecht und das Recht auf freie Meinungsäußerung in unserer Verfassung garantiert. Das nehmen wir wahr. Wir machen Politik gegen diese gesamte Impfpflichtpolitik, die wir für grundlegend falsch halten. Und warum sollten wir dann eben nicht dazu sprechen dürfen? Das verstehe ich nicht so richtig. Es gibt ja jetzt auch keine Gesinnungsabfrage bei Teilnahme der Demonstration, was wer denkt. Also von daher ist es jedem selbst überlassen, unseren Reden zu lauschen bei dieser Demonstration und Sie werden unsere Reden verfolgen und dann werden Sie auch hören, was wir dazu sagen haben. Und ich kann nur jeden Bürger animieren, der mit der aktuellen Politik aktuell in diesem Land nicht zufrieden ist, das Recht der Demonstration zu nutzen. Das ist ein Grundrecht, wie Frau Weidel eben gerade richtig sagte, und auf die Straße zu gehen, den Unmut auch freien Lauf zu lassen. Das sehen wir ja aktuell. Das ist auch ein Ventil, ein wichtiges Ventil in einer Demokratie, demonstrieren zu gehen. Und das sollte auch vom Staat fürsorglich behandelt werden und nicht verhindert werden. Und deswegen werden wir uns auch an dieser Demonstration beteiligen. Was ist an den Fragen auffällig und mit welcher Intention wurden sie gestellt? Aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, zu versuchen, sich in die Journalisten oder nennen wir sie Berichterstatter, sich hineinzuversetzen. Was wollen Sie mit einer Frage? Was ist das Ziel? Wir haben uns vielleicht in der Vergangenheit daran gewöhnt. Wir hören diese Fragen und irgendwie rauscht das so vorbei. Das sind da die Journalisten, die stellen ihre Fragen und die haben halt ihre Prinzipien. Die sind vielleicht ein bisschen doof oder stellen merkwürdige Fragen. Wir verstehen das gar nicht genau, aber es interessiert uns gar nicht weiter. Wir konzentrieren uns auf die Antworten von Alice Weidel oder Tino Chrupalla. Die Journalisten, es sind ja sowieso Idioten. Wenn wir uns diese Fragen genauer angucken, dann fällt auf, dass eigentlich alle Fragen informationstechnisch sinnlos erscheinen. Bis auf eine Frage, wo konkret gefragt wird, was die AfD macht, wenn die Ausschussvorsitzenden nicht gewählt werden. Auf alle anderen Fragen sind eigentlich keine Antworten möglich, die einen Informationsgewinn bedeuten, also einen sachlichen Informationsgewinn. Sondern es geht um einen Informationsgewinn anderer Art. Und vor allen Dingen geht es sehr wahrscheinlich nicht um einen Informationsgewinn, sondern tatsächlich geht es um Propaganda. Die Propaganda richtet sich nicht nur an die Bürger, sie richtet sich auch an die AfD da selbst. Die AfD war ja Ziel einer Spaltung. Streit wurde in die AfD hineingetragen. Und es wirkt das altbekannte Muster. Wiederholung. Und der Verstand gewöhnt sich daran, abseits der Logik. Aus meiner Sicht erscheint es wahrscheinlich, dass mit diesen Narrativen die AfD da weichgeklopft werden sollen und sie zu Antworten verleitet werden sollen, wo sie relativieren. Es ist ja so, dass der normale Mensch sich hinterfragt. Habe ich Fehler gemacht? Habe ich vielleicht etwas falsch gemacht? Sind deswegen andere Menschen auf mich sauer, weil ich irgendwelche Fehler gemacht habe? Und vor allen Dingen bei 40.000 Mitgliedern hat man ja nicht die Übersicht. Wenn jetzt diese Leute das Narrativ transportieren, ist es okay, dass die AfD drangsaliert wird, dass die Ausschussvorsitzenden wahrscheinlich nicht gewählt werden. Das ist alles okay, das hat seinen Grund. Das hat seinen Grund darin, dass das inhaltlich den anderen nicht passt. Was bei genauer Betrachtung eine entblößende Frage ist, weil es ja bei den Ausschussvorsitzenden genau darum geht, dass alle Parteien teilhaben dürfen, unabhängig von der inhaltlichen Ausrichtung. Wahrscheinlich ist es das Ziel, eine Antwort zu bekommen, wo AfDler die eigene Partei angreifen oder irgendetwas anderes Angreifbares von sich geben. Schauen wir uns die Berichterstattung von diesen Berichterstattern an. Die AfD gewinnt dadurch keine Reichweite. Durch diese ganzen Pressekonferenzen, sie nutzen der AfD eigentlich gar nichts für Reichweite. Nur über YouTube. Das heißt eigentlich, der Mitschnitt, der über YouTube gezeigt wird, den sehen Leute. Aber die Presseleute in ihren Medien, sie geben der AfD keine Reichweite. Oder sie berichten nur negativ. Das heißt, aus welchem Grund sind die Journalisten da? Sie sind da, um die Propaganda zu verbreiten,
gegenüber allen, die zuhören, auch gegenüber den AfDlern, sie weich zu klopfen, Streit in die AfD zu tragen. Und gleichzeitig wollen sie Statements provozieren, irgendwelche Fehler auf irgendwelche Fehler lauern. Berichten tun sie dann nur, wenn sie Fehler gefunden haben. Ansonsten berichten sie gar nichts. Sie berichten ausschließlich negativ. Ansonsten wird die AfD ausgeschwiegen. Man muss sich einmal in einen Menschen hineinversetzen, der mit so einer Agenda in eine Pressekonferenz geht. Aus meiner Sicht, dieser Mensch, der ist moralisch völlig korrumpiert, völlig kaputt. Das ist eigentlich geradezu psychopathisch, aus meiner Sicht. Wie man so eiskalt mit anderen Menschen umgehen kann. Das ist für diese Leute seit langem Normalität. Wie soll nun die AfD mit solchen Vertretern umgehen? Es besteht aus meiner Sicht überhaupt kein Grund, schonend mit diesen Leuten umzugehen, damit sie auf die Pressekonferenzen kommen. Diese Leute kommen nicht deshalb, weil man nett zu ihnen ist, sondern sie kommen nur deshalb, um einen negativen O-Ton einzufangen. Das heißt, wenn man diese Leute schlecht behandelt, es wird kaum etwas ändern, ob sie kommen oder nicht. Also schlecht behandeln nicht in dem Sinne, dass man sie aggressiv angeht. Das wäre der größte Fehler. Weil dann hätten sie einen O-Ton bekommen, den sie verwenden können. Dann hätte sich die AfD eine Blöße gegeben. Das heißt, im Tonfall ist man immer freundlich. Man kann hier dokumentieren, was diese Journalisten gemacht haben. Und man kann Botschaften der Stärke nach außen tragen. Und dabei ist es wie immer lohnenswert, diese Leute vor aller Öffentlichkeit zu entblößen. Die Leute damit vor den Kopf zu stoßen, da muss man sich keine Sorgen machen. Sie kommen wieder, wenn sie einen negativen O-Ton haben wollen. Und vor allen Dingen zerstört es auch die Motivation dieser Berichterstatter. Weil diese Leute, diese Berichterstatter und die Medienleute dahinter, die Linksradikalen und andere Leute, sie fühlen sich mächtig dadurch, dass sie das Gefühl haben, einen Wissensvorsprung zu haben. Dass sie die AfDler verarschen, dass sie spielen mit ihnen. Und sie wissen das, dass sie spielen und die anderen merken es nicht und antworten ernsthaft auf diese Fragen. Obwohl es eigentlich nur Testfragen sind. Sie sind an sich gar nicht ernst gemeint, sondern man will nur etwas herauslocken. Sie triggern. Wenn jetzt diese Leute das Gefühl bekommen, wir haben das verstanden, ihr spielt, wir haben euch durchschaut, dann stehen diese Leute plötzlich armselig da und sie fühlen sich armselig, weil sie es notwendig haben, zu solch herabwürdigenden Methoden zu greifen, wo sie eigentlich ja ihre eigene Identität herabwürdigen. Sie würdigen sich durch ihr eigenes Verhalten herab. Das spüren sie aber erst, wenn das in aller Öffentlichkeit, wenn das offengelegt wird, wenn sie damit konfrontiert werden. Das ist wie ein Dieb, der beim Klauen erwischt wird. Peinlich ist es ihm erst, wenn er erwischt wird. Solange er nicht erwischt wird beim Klauen und er alles einsackt, solange fühlt er sich gut. Erst dann, wenn plötzlich das Verhalten reale Konsequenzen nach sich zieht, ändern Leute das Verhalten. Und uns geht es ja darum, die Demokratie hier zu retten. Und da muss man diese Leute zur Umkehr bewegen. Und zur Umkehr bewegt man sie, indem man auf keinen Fall naiv ist. Diese Leute sehen, wir haben euch durchschaut, ihr habt keinen Wissensvorsprung. Ihr könnt uns nicht täuschen. Ihr habt keine Macht durch Täuschung. Wir durchschauen euch. Und genau das war das Problem der letzten 20 Jahre. Weil die Journalisten immer so unterm Radar waren, niemand auf sie aufgepasst hat, haben sie ihre Spielchen spielen können, haben sie manipulieren können. Die Leute waren immer auf die Politiker fixiert, haben sich darauf konzentriert. Und diese Fragen, die hat man vergessen, die sind untergegangen. Und es wurde nie hinterfragt, vor allen Dingen von Konservativen, aus meiner Sicht, warum stellen diese Journalisten die Fragen genau so, wie sie sie stellen? Was ist der Grund dafür? Was ist so ein tiefes Verständnis dafür, sich in die Leute geradezu hineinzuversetzen? Was der Benefit ist? Was das soll? Erst wenn man auch sich so ein bisschen hineinversetzen kann in dieses Gewinnen, in dieses Gefühl des Gewinnens beim anderen. Aus meiner Sicht erst dann, wenn man das verstanden hat, wenn man das selbst ein bisschen spürt, dann hat man den anderen durchschaut. Wenn das alles irgendwie so neutral wirkt, die Frage, und so unscheinbar, dann hat man es nicht verstanden. Da muss man noch ein bisschen mehr nachdenken. Da muss man mehr probieren, sich in den anderen hineinzuversetzen. Die Berichterstatter haben sich mit ihren Fragen aus meiner Sicht deutliche Blößen gegeben. Natürlich ist es jetzt im Nachhinein einfacher, wenn man das Transkript vorliegen hat, sich die Fragen dann anguckt, dann ist es einfacher, als wenn die Fragen so schnell dahergenuschelt kommen und man schnell reagieren muss. Gerade bei der letzten Frage ist wieder vollkommen offensichtlich, wie demokratiefeindlich diese Frage ist. Dass Alice Weidel und Tino Chrupalla nicht auf einer Demonstration sprechen sollen, weil möglicherweise Leute da sind, die Corona leugnen. Kommt einem Demonstrationsverbot gleich. Ich habe das schon in einem anderen Video besprochen. Und das ist wieder genau das Gleiche. Sie bringen das Argument der Kontaktschuld,
Was ist natürlich klar, bei einer Demonstration kann man nie kontrollieren, mit wem man in Kontakt kommt oder mit wem man zusammen demonstriert. Ist natürlich vollkommen klar, das kann man nur vermeiden, indem man überhaupt nicht demonstriert. Ansonsten bei einer größeren Veranstaltung hat man keine Chance, das zu kontrollieren. Und man kann ja auch niemanden verbieten, hinzugehen. Das kann sich natürlich ein Antifant verkleiden, dahingehen und irgendwelchen Mist grölen. Die AfD-Leute können das nicht verhindern. Und ich will jetzt nicht sagen, verstehe ich schon die Fragestellung nicht, aber ich finde die Fragestellung allein schon falsch, denn jede Fraktion steht nach einem gewissen Prinzip ein Vorsitz zu. Bei Alice Weidel war es so, dass sie aus meiner Sicht, haben sie die Fragen sehr gut, knapp, sachlich, freundlich beantwortet. Aber Alice Weidel hat eine Formulierung gebracht, ich verstehe die Frage nicht. Stattdessen hätte sie den faschistoiden Charakter beleuchten können, der Frage, das aufdröseln können. Aber natürlich unter Vorbehalt, jetzt im Nachhinein ist es natürlich leichter zu sagen, als spontan reagieren zu müssen. Und Alice Weidel ist ja schon sehr schlagfertig, aus meiner Sicht, wo man sie wirklich bewundern kann dafür. Was auch ein Talent ist, was sehr wahrscheinlich nicht jeder hat. Es ist aber natürlich so, dass sich die Muster wiederholen. Und wenn man auf diese Muster achtet, dann kann man umso besser reagieren beim nächsten Mal, wenn es sich wiederholt. Und dieses Argument der Kontaktschuld bei einer Demonstration, dass man deswegen nicht hingehen kann oder nicht sprechen kann, das kommt ja eigentlich andauernd. Und wenn es sich wiederholt, dann kann man es aufdröseln in aller Öffentlichkeit. Und die Journalisten stellen. Weil auch über YouTube. YouTube hat einen, aus meiner Sicht, einen genialen Verteileralgorithmus und man erreicht damit schon Leute. Ein paar Leute erreicht man schon. Und das gibt dann Mund-zu-Mund-Propaganda. Wenn die Leute sehen, die AfDler sind nicht naiv, die stellen die Journalisten, was sie ja in der Vergangenheit eigentlich so gut wie nie getan haben. Sie stellen die Journalisten in aller Öffentlichkeit, weil die Medien ja immer noch behaupten, wir betreiben redlichen Journalismus und sie dafür nicht gestellt werden. In Reden nicht, in Talkshow-Auftritten nicht. Die Medien werden bis jetzt nicht gestellt, das ist Fakt. Natürlich, Leute sagen, die Lügenpresse, die Lügen sowieso, weiß jeder. Das heißt aber nicht, das zu behaupten, ist aber nicht die Medien zu stellen, sondern man muss dann konkret das aufdröseln, es formulieren können. Das verstehen viele nicht. Sie denken, ja, wir haben es jetzt verstanden, dass die Lügenpresse ist. Das bringt aber leider nichts, sondern man muss es formulieren können. So funktioniert die Bevölkerung hier. Wir brauchen das nicht, uns muss man das nicht erklären können. Aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, aus meiner Sicht, dass das ganz klar so funktioniert. Man muss die Oberhand gewinnen. Man muss im Duell die Leute stellen können. Die Leute laufen dem Stärkeren hinterher. Und wenn man nicht in der Lage ist, zu verbalisieren und zu formulieren, dann ist man intellektuell schwach. Und Intellektualität, überlegene Intellektualität, wird als Stärke angesehen. Das heißt, hier muss man sozusagen sein Intellekt beweisen. Dass ich intellektuell stark bin, der andere nämlich nicht austricksen kann. Weil im Grunde ist es ja ein Witz, wenn man die Lüge so verpacken kann, dass der andere einen nicht drankriegt und man das nicht hinkriegt, den Lügner dafür zu stellen. Dann wirkt der Lügner einfach überlegen und der andere wirkt wie ein Trottel. Nett, aber ein Trottel, sozusagen. Und in der Lage wollen wir nicht sein. Und das Problem ist ja nicht, dass wir nicht in der Lage sind, das zu machen, sondern dass einfach die Aufmerksamkeit nicht in die Richtung ging in der Vergangenheit. Das ist das Problem. Und in Zukunft, die AfD-Leute oder andere, sie müssen die Aufmerksamkeit darauf richten, auf diese Tricks. Und dann ist es kein Problem, das alles aufzulösen. Dann ist diese ganze Situation ist dann mit einem Schlag vorbei. Wenn die Medien gestellt werden und ein Bewusstsein der Bevölkerung entsteht, was hier passiert die ganze Zeit, dann ist dieser Spuk mit einem Schlag vorbei. Aber es ist in den letzten 20 Jahren eben nicht passiert. Oder man kann auch sagen, in den letzten 50 Jahren. Diese Leute haben das probiert, getestet, und sie haben gemerkt, sie können das machen und es passiert ihnen nichts. Und dann gehen sie immer weiter und es klappt. Und es klappt seit 30, 40 Jahren. Ich kann mich nicht erinnern, wann es nicht geklappt hat. Weil der Mensch sich nicht bewusst ist, wie leicht er manipuliert werden kann. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst da einfällt. Macht's gut.